Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Alien Isolation, die erste Folge nach Weihnachten. Wie ist euch denn Weihnachten ergangen? Mir zumindest sehr gut, viele Kekse gefressen, vorgestern zu viele und mir war schlecht gestern. Okay, ich fange mal eben kurz an hier, Schadenskontrolle, die letzte, danach haben wir es geschafft. Wir spielen das natürlich mit Ricardo, der hat eine Pumpgun, Bewegungsmelder, Schneider, Leuchtfackel und ein Powerplan für Medikit sehr gut. Und Geräuschmacher und EMP. Mein Gott, ist ja voll ausgestattet. Also, wie ist euch denn ein schönes Weihnachten ergangen? Habt ihr schöne Geschenke gekriegt? Wart ihr mit der Familie zusammen? Oder. Wir waren bei den Schwiegereltern. Und das war die Katze. Ich hab ihr nichts getan. Keine Angst. So. Legen wir mal los. Schauen wir mal erst, was es hier gibt. Suchen Sie den Aufzug. Hier steht schon was. Schrott. Ein Schraubenzieher kann ich bestimmt auch gebrauchen. Alle Sidora, die fällt doch bestimmt auseinander. So, Pumpgun. Mal den einen nachladen. Bauen kann ich noch nix. Ich habe Elektroschocker, das ist natürlich auch nicht schlecht. Oh, da sehe ich was. Da sehe ich was. Tada! Den habe ich ja gar nicht gesehen. Gedacht, da gibt es vielleicht noch was. Aber nee, No weapons allowed. Ach, hier sind wir. Das ist doch da so recht weit am Ende, glaube ich, oder? Im Hauptspiel. So, was muss ich hier machen? Hallo? Übrigens hat er wieder den Flammenwerfer angenommen, der voll ist. Gut. Ich nehme den Elektroschocker in der Hand. Wo soll ich denn jetzt hin? Gut. Ist auch schon direkt. Oh. Ich hätte genau da, wo wir hin müssten. Mal schauen, ob er jetzt direkt hier hinkommt, ob wir direkt schon mal sterben. Weil die Flammenwerfer-Muni will ich jetzt noch nicht unbedingt loslassen oder loswerfen. Wo ist er denn jetzt? Geht's da noch weiter? Weg ist das schon mal. Und schon wieder hier. Katzenhaarbund, ey. Oh. Oh, da ist er ja. Ich hab den gar nicht gesehen. Ich hab übrigens muss ich noch was Lustiges erzählen.
Ich habe ja von meiner Schwiegermutter, die macht immer so lecker, lecker Kekse, ne? So lecker Weihnachtskekse. Genau, Vanillekipferl heißen die. Und die hat mir die zu Weihnachten, hat die mir in 3 Dosen verpackt. Wovon natürlich eine am ersten Tag schon verloren ging. Und die zweite habe ich mir vorgestern komplett reingezogen. Also die hat mir eine gemacht, so eine kleinere, dann so eine mittlere und dann eine große. Und ich habe natürlich nichts anderes zu tun, als die große mir direkt einzuverleiben. Und hatte gestern natürlich derbe Bauchschmerzen, ne? Ist ja klar. Ruf, mein Schatz. Das hätte auch ins Auge gehen können. Mama. Wieder mal da, wo ich hin muss. Sich nirgendwo drunter verstecken. Oh, du blöde Sau! Ich muss mich aber beeilen, ja? Keine Zeit zum Durchkommen. Na super! Okay. Mach es halt nochmal. Wir haben mal Zeit. Wir haben mal Zeit. Also kann sein, dass es heute ein bisschen später rauskommt, aber ich denke mal, es wird noch schnell genug gehen. So, auf geht's. Hier habe ich gar nicht gesehen, hier war ich gar nicht drin. Hier ist wahrscheinlich auch nichts drin. Komponente B. Na super. Eine Komponente B. Wahnsinn. Flammenwerfer. So, dann genau. Habe ich jetzt schon was zum Basteln? Maßstabsgetreues Modell der Station, das von der Seekson Corporation als Erinnerung an die Eröffnung und den Beginn einer aufregenden neuen Ära im Weltraumhandel gestiftet wurde. Lassen Sie sich auf einen Rundgang mitnehmen. Aber nicht.
Aber ich war schnell genug hier unten drunter. Kaffee schnabulieren. Schon 10 Minuten dran, meine Fresse. Wo ist er denn? Geräuschmacher. Mist, jetzt habe ich vergessen, das Medikit zu bauen, ne? Natürlich. Geh weg! Eieiei. Toll, kommt er direkt wieder hier raus. Ich fasse es nicht, ne? Ich glaube, ich muss mal so eine Leuchtfackel werfen. Ne? Ich habe nur die eine. Oh, okay, jetzt noch nicht. Wäre besser, wenn ich das mache, wenn er weg ist, ne? Stöckchen. Sichern Sie die Waffenkammer, habe ich verkackt. Oh. Das ist abgelenkt. Ey, das kann nicht wahr sein, ne? Was mache ich die verkackte Feuerlöcher an? Hier ist das Spiel abgestürzt. Na super. Viertelstunde umsonst. Also, wir sehen uns. Bis dahin, euer Wobra.